Erlebst du in deinem Leben Widerstand? Gibt es da irgendwelche Dinge, die dir widerstehen? Bist du frustriert über diesen Widerstand? Enttäuscht, entmutigt, weil es immer und immer und immer wieder das gleiche Problem ist, was dir da widersteht? Das ist bei unterschiedlichsten Menschen ganz unterschiedlich, was dieser Widerstand in ihrem Leben ist. Aber jeder Mensch hat mit irgendwelchen Dingen zu kämpfen, muss lernen, damit umzugehen, die ihm widerstehen in seinem Leben. Das können beispielsweise Umstände sein, das können Dinge sein, wie irgendwelche Schwächen, die wir haben, falsche Denkmuster oder auch durchaus Menschen, die uns widerstehen. Weißt du, eigentlich ist dieser Widerstand gar nicht so schlecht, wie das, wie es uns vorkommt. Denn denk mal an ein Flugzeug. Ein Flugzeug muss, um starten zu können, einen gewissen Widerstand haben. Ohne diesen Widerstand kann es nicht aufsteigen. Es braucht den Widerstand der Luft, um überhaupt hochkommen zu können. Und ich lade dich ein, dass du im Grunde genommen dieses Bild für dein Leben nimmst und sagst, ich werde durch das, was mir widersteht, aufsteigen. Ich werde nicht zulassen, dass mich das stoppt. Ich werde nicht zulassen, dass mich das blockiert oder gar nach unten drückt, sondern im Gegenteil. Der Widerstand wird dazu dienen, dass ich aufsteige, dass ich hochkomme, dass ich weiterkomme, dass ich in die Dinge Gottes hineinkomme. Ich glaube, dass Gott oft Widerstand in unserem Leben zulässt, damit wir in was Neues hineinkommen, emporkommen, in die Dinge Gottes hineinkommen. Die Bibel sagt uns, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze, also Hitze als Bild für Widerstand, für etwas, was uns Schwierigkeiten macht, nicht befremden, die euch widerfährt, zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Das ist genau der Punkt. Wundert euch nicht, wenn da Widerstand ist. Wundert euch nicht, wenn da Hitze ist. Wundert euch nicht, wenn da Reibung ist. Wundert euch nicht. Das ist etwas Gutes, durch das ihr weiterkommen könnt. Das ist nichts Seltsames, nichts Ungewöhnliches, sondern jeder Mensch erlebt das. Oder ein anderer Bibelvers. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Anfechtungen, der Widerstand, sind etwas, was hilft, dass unser Glaube bewährt wird, was zu unserer Bewährung dient, was uns weiterbringt. Ich lade dich einfach ein, die Widerstände in deinem Leben mal mit diesen Augen zu betrachten. Und vielleicht ist dann manches, was dir bis jetzt Grund zur Klage oder zum Jammern gibt oder was dich runterzieht, eher etwas, wo du sagst, das werde ich in Angriff nehmen und ich werde wie ein Flugzeug diesen Widerstand nutzen, um in die Dinge Gottes hineinzukommen. Ich glaube, dass das eine sehr gute Sichtweise ist. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.